Hallo und moin hier aus dem Kreishaus in Cloppenburg. Die von vielen erhofften Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind endlich da. Für die einen zu früh, für die anderen vielleicht zu spät. Doch trotz immer noch hoher Fallzahlen lässt das aktuelle Infektionsgeschehen tatsächlich mehr Freiheiten zu und es kann auf die Maßnahmen weitgehend verzichtet werden. Damit geht die Verantwortung zurück zu Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern. Noch ist eine Corona-Infektion quarantänepflichtig und noch immer ist es möglich, wenn auch weniger wahrscheinlich, dass geliebte Menschen aus Ihrem Umfeld auch schwer erkranken können. Deshalb passen Sie auch weiterhin auf sich und Ihre Mitmenschen auf. Achten Sie auf Symptome, vor allem auch über die Osterfeiertage und nutzen Sie die Testangebote. Mir ist aufgefallen, dass noch viele hier im Einzelhandel freiwillig eine Maske tragen. Das freut uns als Gesundheitsbehörde natürlich sehr und gibt mir Zuversicht, dass wir im Landkreis Cloppenburg unsere Lektion gelernt haben. Wie wird es im Mai weitergehen? Eine gute Frage. Es bahnt sich die von uns seit langem geforderte Richtungsentscheidung auf Bundes- und Landesebene an. Fällt doch noch die Pflicht zur Quarantäne? Behandeln wir Omikron-Variante wie eine Grippe? Das System Meldepflicht und Kontaktermittlung ist bereits tot. Wir zählen tausende Neuinfektionen pro Woche, soweit das Gesundheitsamt noch in der Lage ist, die Summe überhaupt zu überblicken und zu erfassen. Da die vermeldeten Zahlen nicht mehr annähernd die Realität abbilden können, haben wir die tägliche Meldung vergangene Woche eingestellt. Wem nützt dann noch eigentlich die Erfassung der Zahlen von positiven Corona-Testungen? Für die Bewertung der Pandemie haben diese Zahlen schon längst keine Bedeutung mehr. Wurden bislang steigende Corona-Zahlen für eine Verschärfung von Maßnahmen herangezogen, haben sie dafür aktuell keine Bedeutung mehr, denn trotz gestiegener Werte sind fast alle Maßnahmen ja eingestellt worden. Daher wäre es sicher auch folgerichtig, dieses sinnlose Erfassen von Daten nun auch konsequent einzustellen oder zumindest auszusetzen, solange nicht eine neue Virusvariante andere Maßnahmen erforderlich macht. Eine sinnlose Erfassung von Zahlen und Daten sollten daher unterbleiben. Denn falsche und nicht zutreffende Zahlen sind kein Erkenntnisgewinn, sondern binden nur unnötig viel Personal, das für wichtigere Aufgaben eingesetzt werden könnte. Für die Bewertung der Pandemie ist die Bewertung der Auslastung des Gesundheitswesens viel maßgeblicher als falsche Inzidenzwerte. Nun zu einem anderen großen Thema, das uns alle beschäftigt. Im Umgang mit den Vertriebenen und Geflüchteten aus der Ukraine sind wir in der vergangenen Woche wieder ein großes Stück weitergekommen. Der Landkreis hat den Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht hatten, als erster Landkreis in Deutschland eine vorläufige Arbeitserlaubnis erteilt. Und das vollkommen unbürokratisch. Dazu haben wir schon Nachfragen aus anderen Bundesländern bekommen. Viele wollen es uns gleich tun. Damit hat der Landkreis Cloppenburg mal wieder einen Sonderweg beschritten und Aufsehen erregt. Doch auch im humanitären Sinne war es sicherlich die einzig richtige Entscheidung, einen pragmatischen Ansatz zu suchen. Unsere neue Notunterkunft in Lastrup ist so gut wie einsatzbereit und wird voraussichtlich in dieser Woche ihren Betrieb aufnehmen. Nachdem schon fast 1.900 Geflüchtete im Landkreis Cloppenburg angekommen sind, erwarten wir dort die ersten 40 Geflüchteten. 420 Menschen finden dort insgesamt Platz. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Unterbringung von Familien mit Kindern gelegt. Wir hoffen, dass sie sich dort vorübergehend so wohl wie möglich fühlen können und wir hoffen gleichzeitig, dass sie nicht zu lange dort bleiben müssen. Nichts geht über die Heimat und wir hoffen, dass dort bald wieder Friede einkehren möge. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon heute ein angenehmes Wochenende, einen schönen Palmsonntag und einen guten Start in die Karwoche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.